Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in Aitra Shengrad konfrontiert. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Und heute rennen wir nicht in die Flammen. Heute gehen wir runter. Nee, Madame. Und ja, bevor ich Scheiße baue, speichere ich nochmal. Safety first, Freunde, safety first. So, Vishari, zeig mir mal die Gerät. Das Gerät, wie der Gerät, ne? Da wären wir. Ich glaube, diese Glocken haben mit des Rätsels Lösung zu tun. Das muss eine Art Noteingang oder Ausgang gewesen sein. Und bevor ihr fragt, der tote Kamerad in der Mitte der Plattform war schon so, als wir hineingekommen sind. Das muss irgendeine Art Magie sein, die seinen Körper so lang vor dem Verfall bewahrt hat. Vielleicht sogar etwas, das mit dieser Läuterung zu tun hat. Wer weiß. Naja, seht euch einfach mal um. Auffällig ist es, dass ich die Hände... Das kam unerwartet. Vor die Augen hält. Vielleicht... ist etwas? Ihr seht blass aus. Ja, ich hatte wieder eine dieser Visionen. Tatsächlich? Dann hatte die Magierin ja doch recht gehabt. Was habt ihr... Womit hatte ich recht? Was? Okay, Womit hatte ich recht? Ich hatte tatsächlich eine Vision und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diesen Mechanismus hier in Gang setzen können. Im Ernst? Beim Arsch des Propheten, das kommt ja gelegen. Aber mir soll's recht sein. Also, was hat es mit den Glocken auf sich? Die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Nein, ich hab's nicht gesehen. Klar doch. Seht nur zu, dass uns das Dach nicht überm Kopf zusammenbricht. In Ordnung? Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ganz gleich, wie sehr ihr es versucht, ihr auch so. Mute fast. Ja, das stimmt. Oh, das stimmt. Cool. Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Das klang richtig. Also im Kreuz, ja? Nein, das klang falsch. Hä? Noch einmal von vorne. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wo weißt du das? Das klang richtig. Hä? Das klang richtig. Aber was für ein Rätsel, einmal im Kreis, okay. Den letzten habe ich nämlich noch gesehen. Ja, habt ihr das gehört? Das muss... Moment mal. Was ist das? Eine Barriere. Okay. Geht's dir gut? Kleines? Hallo? Wo ist sie hin? Wir sind doch zusammen runtergefallen, ihr habt's auch gesehen. Na, wenigstens bin ich jetzt alleine. Ich brauch sie nicht. Dann ist sie halt abgehauen. Ich dachte, das wäre Gold. Okay, ich hab den Glockenhammer noch am Start. Den brauchen wir aber nicht. Ich möchte gerne meine Magie wieder haben. Mit R. Da haben wir. Ja, hallo? Das war die falsche Taste. Na, schaut euch einer dieser niedlichen Ratten an. Und ich ziehe es gerade auch in Erwägung, einen anderen Controller zu nehmen, weil mich komische langsam sein ziemlich anpisst. Dass ich wenigstens den hier mal kurz reparieren kann, irgendwie über die Tage. Weil so schwer ist das nicht, den einfach aufzumachen und zu gucken, was da abgeht. Alt-Durutat. Hier muss irgendwie die Maschine sein, ja? Bewegt sich irgendwas. Sind das diese Falmerviecher? Ich glaube schon, ne?
Ich sollte auf der Hut sein, wie mein Charakter jetzt sagen würde. Und diesen Schalter definitiv nicht umklappen, weil ich nicht weiß, was es bringt. Ich muss erstmal drücken und meinen Bogen verschwinden lassen. Klasse. Einfach klasse. Ich glaube, das ist damit gemeint, oder? Ja. Ich wollte schon sagen, das sieht mir nicht aus, als könnte ich da hingehen. Ich sollte nicht springen. Ich war kurz davor zu springen. Weil mein Kopf hat sich täuschen lassen. Er dachte nämlich, da geht's weiter. Und dann dachte ich, nee, stopp! Zero, spring nicht! Es könnte eine Falle sein. Und es war eine Falle. Nochmal falle ich nicht aus so einen Scheiß rein. Ja, bitte. Geh doch zu Karek und beschwer dich. Ich bin lieber hier unten als bei diesem seltsamen Weib. Schon, aber... Ach, ich wusste einfach von Anfang an, dass es ein Fehler war, diesem Bauern zu helfen. Hast du gesehen, was sie mit Draco gemacht hat? Er hat sich einfach aufgelöst. Ich meine, wie ist das möglich? Ich weiß nicht und ich will es nicht wissen. Aber Karek wird das schon wieder hinbiegen. Irgendwo muss es einen zweiten Aufgang geben. Und wenn wir oben sind, nehmen wir einfach diese Stablutscher auseinander. Die werden genug Wertvolles dabei haben, um den Scheiß von vorhin wieder wettzumachen. Da verwette ich meine Eier drauf. Die kannst du behalten. Ich bin einfach nur froh, wenn wir hier wieder rauskommen. Das wird schon. Das wird schon. Pfeil ins Knie. Er ist nur eine Stadtwache, alles gut. Er ist nur eine Stadtwache. Ihm geht's gut. Jetzt bist du auch einer. Gehen wir da lang? Ja, komm. Gucken wir mal kurz, was hier ist, ne? Ist wahrscheinlich eine Sackgasse. Ein nettes Gespräch ebenfalls. Achso. Ich dachte, ich sammle den Balken auf. Weißt du, ihre Kollegin stirbt und dann bezeichnet er sie auch noch als Schlampe. Das macht man doch nicht mit toten Menschen. Und Menschen muss man ehren. Oh, kann ich hier schlafen? Nice one. So. Einmal kurz aufgeladen. Durchgeschnurrt sozusagen an den Feinden. So gehört sich das. Weiß auch nicht, ob wir hier richtig laufen oder falsch. Vermute es einfach mal. Head. Shot. Huch. Gib mich Ausdauer. Den Rest brauche ich noch gar nicht. Ey, ich bin schon so OP. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Wie soll denn das? Vagabundin. Dietrich, nehme ich. Rolle der Wohltat. Ah. Wenn ihr sowas habt, bin ich ein bisschen unglaublich, ne? Kein Dietrich. Ich mag ich nicht. Hier versteckt der Schalter für das Ding. Jetzt gehe ich ins da oben. Ich würde schon gerne rausfinden, wo das hinführt. Hier steckt der Schalter. Oh. Hätte ja funktionieren können. Wir haben schon so einige Tricks abgezogen. Ja. Ah. Trotzdem möchte ich... Wir wissen, was da hinten ist. Kann ich einfach alles zur Hälfte durchgehen? Das geht nicht. Verdammt. Sag doch, dass hier Fallen sind. Wo läufst du hin? Mr. Vagabund. Mann, bist du ein Volldepp. Was ist jetzt der richtige Weg? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber was zum Teufel ist das da oben? Ist das der Ausgang? Hä? Ja, ich weiß, Falle und so. Ich habe so viel Ausdauer, ich kann so lange rennen, das ist so cool. Wo führt das hin? Gottes Willen. Den Irrgarten hier. Ich habe nicht mal eine Questmarkierung, ne? Tisch.
Na gut, halt nicht. Dann halt nicht. Zuerst dich, der andere braucht nämlich Jahrzehnte zum Aufstehen. Und dann dich. Ach, da ist noch ein Dritter. Oh, du hast gepennt, währenddessen deine Freunde gestorben sind, ne? Das finde ich jetzt nicht so cool. Du bist ein schlechter Gefährte, ein Scheißgefährte. Niemand will dich mehr haben, weil du tot bist. Niemand will eine Leiche mitschleppen. Meine Fresse, ist das hier verwinkelt. Es gibt 50 Wege. Und jeder scheint der Richtige zu sein. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Du bist auf jeden Fall nicht alleine, ne? Doch. Okay, hier ist schon mal die erste Sackgasse. Oh, doch nicht. Oh, Lachs, dankeschön. Was soll denn das? Warum ist die Höhle so groß? So verwinkelt. Elsendom? Wenn ich meine Begleiterin dabei hätte. Ich glaube, das ist das Problem. Meine Begleiterin ist nicht dabei. Das ist das einzige Problem. Ich wette, ich bin im Kreis gelaufen. Oh, hi. Aber in der Sekunde, wo ich schieße, weiß sie, dass ich eine Frau bin. Ein bisschen konfus, ne? Kann ich das Ding auch irgendwie anders auslösen? Da sind die Kerzen da eingesperrt. Als wenn die weglaufen würden. Bitte euch. Ja, ich bin schon so ein Schickkönig, du. Mal runtergehen, oder auch nicht? Oh nein, ich bin für immer hier eingesperrt, ne? Ja, ich bin frei. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß nur, wir laufen irgendwo rum und töten einfach alles, was uns entgegenkommt. Und darum geht das ja hier auch. Einfach nur mal ein bisschen töten. Wir haben in der letzten Folge so viel gequatscht. Wir müssen ein bisschen Brutalität loswerden. Und das können wir hier an diesen Banditen gut machen. Vor allem, hier sind unzählige Banditen. Hunderte mindestens. Und die Troller da oben will mir verraten, dass da 100 Banditen einmal hier quer durch den Laden gelaufen sind. Ist klar. Ja, verarsch mich doch. Ich drauf. Münzen, Münzen, Münzen. Hallo. Selbe Scheiße. Easy. Ich wette, da wäre ich so hingekommen, ne? Was ist denn hier? Vor allem, es scheint so, als würden die sich hier perfekt auskennen. Würden sie diesen... Alter, sei mal nicht so verwinkelt. Als würden sich die Banditen hier sehr gut auskennen. Wo hast du denn gesessen, sag mal? Ist nicht mein Stuhl. Hä? Ey, ich habe ja mindestens auf den Tisch gehofft mit ein Stück Fleisch oder so. Oder? Irgendwas? Irgendwas? Na dann halt nicht. Ich kann, was ihr da an der Ecke gemacht habt, ganz ehrlich. Vor allem der eine mit der Fackel in der Hand neben dem Feuer. Da gibt's Sinn, ne? Ja, ja. Das Feuer braucht Licht, das Feuer hat Angst nachts alleine. Ja, ganz klar. Oh, nice Tipp. Was wird das denn? Eine Zange. Und Lauch. Ja, Mensch, die Ausbeute hier ist aber... Puh. Ich bin reich, Alter. Ich bin reich. Lauch und ein Heiltrank. Hat sich voll gelohnt, 50.000 Leute zu töten. Bin ich jetzt bei der Maschine? Elsek... Oh, zum Teufel bin ich. Na bitte,
Der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Und zwar... Na, großartig. Noch so eine Schlampe. Legt die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt, oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann... Stirb! Na dann. Holy shit! Oh Gott! Nimm sie weg! Eichige Scheiße! Ich muss weg hier! War gerade eine Hand. Geht es dir gut? Besser als ihm. Was zum Ecker war das? Er hat mir keine Wahl gelassen. Was ist mit dir? Hat er dich verletzt? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was zur Hölle war das? Deine Haut, dieser Nebel. Du warst anders. Was soll das werden? Ein Verhör? So wie ich das sehe, habe ich dir gerade dein Leben gerettet. Also tu mir einfach den Gefallen und behalt deine verdammten Fragen für dich. Okay. Es tut mir leid, das ist alles etwas viel auf einmal. Reden wir darüber, wenn wir zurück im Tempel sind. Ich bin Malphas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden. Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Naja. Siehst du das Lager da unten? Das sollten wir uns mal ansehen. Ey, ich muss erst mal klarkommen, Junge. Ich muss mir hier so einen Müllermilchtrink holen. Einzieh nicht. Alter, was war denn das? Ich laufe hier mit dem Monster durch die Gegend. Holy shit. Oh, Cash-Banane. Lecker. So. Ein bisschen Milch und dann geht alles wieder gut. Okay. Na los, Hexe, zeig mir den Weg. Da oder da? Ich glaube, rechts wäre es gewesen. Ich gehe hier hoch. Okay. Ich schlafe mal eine Runde, ja? Gold. Und ich bezweifle, dass es die Früchte ehrlicher Arbeit sind. Das war's dann also? Sie sind hierher geflüchtet, um ihr Diebesgut zu schützen? Bringen wir es zum Orden. Vielleicht können wir so herausfinden, wem es gestohlen wurde. Nein, nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Keiner von denen. Bitte, tut mir nichts, ich... Oh verdammt, in was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Keiner von denen? Wer seid ihr dann? Hallis Sommerstein. Ich bin nur ein einfacher Mann meines Pfades Bauer. Hab meinen kleinen Hof, meine Gefährtin und meine 2 Töchter ein paar Meilen von Ark. Vielleicht kennt ihr ja eine meiner Töchter. Eine von ihnen verkauft unser Brot immer auf dem Arker Marktplatz. Ah, das Brot, das ich immer geklaut habe? Ja, dann wisst ihr, dass ich die Wahrheit sage. Das ist meine kleine Surta. Meine kleine Surta. Ja, da wisst ihr, was ich meine. Ja, wo habt ihr euch da reingeritten? Würde mich auch mal interessieren. Ja, natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek? Das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste. Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld, der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaubt mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit. Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata.
Die Ralata? Ihr meint diesen Kult aus der Unterstadt? Was denn sonst? Die hohen Tiere der Ralata denken, sie stehen über dem Pfad, über den Lichtgeborenen, einfach über allem. Genau deshalb können wir ja nichts gegen Borek und seine Lakaien unternehmen. Versteht ihr? Lasst mich raten, dieses Gold gehört Borek und ihr hofft, dass seine Machenschaften und seine Grausamkeit den Diebstahl rechtfertigen? Nein, nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Borek Zinsen. Tja, und den Rest könnt ihr euch denken. Die Schulden wurden immer mehr und ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, sie schlagartig zu begleichen. Ja, ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl, wenn man es so nennen kann. Also habt ihr mit ihnen einen Handel abgeschlossen und wessen Groschen sind das nun? Von einem reisenden Händler. Wir lauerten ihm auf und ihr könnt es euch denken. Doch dem Händler ist nichts passiert, das schwöre ich euch. Aber als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in Schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink 2 von Kareks Männern getötet. Einfach so. Erst wollten wir sie bekämpfen, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. War das ihr Plan? Hat sie die Banditen hierher geschickt? Ihr wisst, dass Kareks Männer 3 der Magier oben getötet haben. So viel zum Thema Banditen mit Ehre. Ja, ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihm getäuscht. Er war am Ende auch nur ein Verbrecher. Eine verschleierte Frau mit einer schwarzen Kutte und einer dunklen Stimme? Sie hat nicht viel gesprochen. Aber ja, sie hatte eine schwarze Kutte. Und sie war anders. Unwirklich. Es war furchtbar. Und jetzt wollt ihr, dass ich euch mit dem Gold laufen lasse, richtig? Ja. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist das einzig Richtige. Ohne das Geld bin ich verloren. Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Borek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Eure Beweggründe rechtfertigen nicht, was ihr getan habt. Das Gold hier ist nicht eures. Und ihr werdet euch dafür verantworten. Aber verdammt, 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 verdammt. Das war alles ein Fehler. Ein verfluchter Fehler. Ja, Fehler passieren. Beim Arsch des Propheten! Ihr habt sie tatsächlich alle erwischt? Oh, ihr hört nicht auf, mich zu überraschen. Und ihr, Hüterin Sakarisch, danke, dass ihr uns geöffnet habt. Wer ist unser gefesselter Freund hier? Gehört er nicht zu den Banditen? Nein, aber er ist genauso schuldig. Könnt ihr ihn nach Ark eskortieren? Nach Ark? Sicher. Yakil, Miorol, übernehmt ihr das? Nun ja. Ich würde sagen, wenn diese Maschine irgendwo ist, dann hier. Seht ihr beide euch das mal an. Wir halten euch hier den Rücken frei. Die Ruine nach der Maschine durchsuchen. Freunde, das werden wir tun, heute aber nicht mehr. Ich sehe gerade, wir haben aus irgendwelchen Gründen 24 Minuten schon durch. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann finden wir die Maschine und dann gibt's richtig aufs Maul für die anderen Banditen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.